Hallo und herzlich willkommen zurück zu Titan Quest Epic Journey. So, ja, wir sprechen mal mit Pausanias und zwar ganz schnell. Was auch immer. So, und dann mit denen. Wir haben einen es scheint, dass wir so, das machen wir auch, ne? Ich hatte gesagt, wir hören uns diese ganzen Dialoge nicht mehr mit an. So, und dann wollen wir mal schauen. Es gab ja unter Normal, dass wir hier schon immer aufpassen mussten mit den Alt-Limos, den Lebensfresser. Und jetzt werden wir mal sehen, wie das unter Episch wird. Ich bin ja so neugierig. Da komm her, hier, komm. So, und wir halten uns hier. Wir rennen diesmal nicht weg, wie unter Normal. Okay, wir haben ein bisschen was geblockt, aber trotzdem hat das kritischen Schaden verursacht. So, aber der ist schon fast erledigt. Jawohl. Ohne zu bewegen. Super gemacht, Noob. Aber mal sehen, ob uns das was bringt. Was kriegen wir denn hier? Du, dieses Ding hat drei unserer Männer verletzt. 35.000 Erfahrung und einen gelben Gegenstand, der uns nichts bringt. Was, oder? Nee, gar nichts, so wie das aussieht. Okay, so. Noch nicht mal irgendwas Vernünftiges. So, jedenfalls werden wir jetzt einmal die sumpfigen Gebiete erkunden, um diesen Trupp zu finden. Und, können wir hier nach unten gucken, vielleicht gibt es hier oben noch ein Heldenmonster. Die bringen wenigstens noch ein paar Punkte. Aber wir müssten ja in etwa so 5 bis 10 Heldenmonster erwischen, um den Wert einer Nebenaufgabe zu erreichen. Ups. Komm. Okay. So, den Rest, den lasse ich da einfach jetzt mal im Dunkeln stehen. So, Monsterlager. Ja, lassen wir erstmal zufrieden den Typen da. Erstmal kommt deine Mann hier weg. Wer bist du eigentlich? Langschritt. Langschnitt oder Schritt? So, du. So. Na, lock nicht die nächsten an. So. Wie heißt der? Sergos Langschritt. So, mein Heldenmonster ohne zuzuschlagen besiegt. Das ist schon so ein bisschen. Das Umverlangt von Athen war das, genau. Das ist schon ein bisschen arrogant, oder? Finde ich. Den alten Schnapper. Kennt ihr den alten Schnapper? Ein epischer Schildkrötenpanzer. Da müssten wir dieses Relikt auch bald vollständig haben. So. Ich glaube, hier in diesem Sumpfland gab es noch kein episches Monster. Sei gegrüßt, wenn du unsere Truppe siehst. Nee, ich glaube, hier gehen wir immer noch leer aus. Gold.
Na, komm schon. So. Ich denke, jetzt haben wir mal genug geübt. Mal zurück. Und geben die Nebenaufgabe ab. Du warst im Sumpf, sobald die Späher zurück sind. 37.500 Punkte. So, ich würde jetzt einfach mal das Monsterlager versuchen zu durchqueren, ohne mich hier aufhalten zu lassen. Ich schaue mal, ob es hier vielleicht so ein paar... Eigentlich ist das auch schon wieder arrogant, was ich hier mache. Da haben wir ein Heldenmonster. Ist das arrogant, Leute. So eine richtige Schlacht hier. Das ist der. Ich will nicht wissen, was das nachher unter legendär bedeutet. So. So, ich habe mich jetzt doch aufhalten lassen, weil ich will an diesen. An dieses Heldenmonster ran. Oh, nehmen wir mal den Schild mit. Wo ist er denn jetzt? Da stand er doch gerade noch. Der war doch hier irgendwo. Da ist er. Sildur Stachelnetz. Okay. Noch irgendwas Besonderes? Nein. So, ich glaube, hier oben war Begräbnisfelder. Noch weiter höher, ne? Na komm. Dann wollen wir mal episches Dämonenblut. Sehr schön. Damit können wir unser Relikt vervollständigen. Die jetzt noch laufend wegrennen würden. So, dann wäre das richtig gut. So, jetzt bin ich ja mal neugierig. Wir gehen mal kurz ins Inventar. So. Oder lag ich jetzt falsch? Ach, das haben wir hier angelegt, ne? Hier, episches Dämonenblut, Lebenskraftwiderstand 28%, wo wir immer noch im Minus sind, und Lähmungswiderstand 28%. So, und wenn wir das jetzt hier raufpacken... Dann sind wir bei 35%. Wir sind immer noch im Minus bei Lebenskraft, Schadenswiderstand und haben jetzt nochmal Verteidigungsqualität dazu bekommen, 35. Na gut, okay. Nimmt man mit. Mir wäre allerdings ein Widerstand lieber gewesen. So, der Wächter 2, das ist auch gut, war, oder? Des Wächters, einfach ein gelber Schild. Nee, ein grüner ist es ja schon. Zwei Fähigkeiten, Zweier auf alle Fähigkeiten der Verteidigungsmeisterschaft. Aber der Elementewiderstand, 38%, ist einfach zu wertvoll. Das ist einfach noch zu wertvoll. Wenn wir hier mal die 80% erreicht haben, dann wäre so ein Schild eher sinnvoller. Ja, das seht ihr hier. Nimmt sogar unsere Gesundheit mit ab. Der bringt uns also relativ wenig. So, jetzt ist es dunkel. Hier war doch irgendwo ein Speicherplatz. Genau. So. Und jetzt würde ich gern hier oben diese Höhle besuchen. Oder das Grab als nächstes. So.
Heben wir da eher die Gegenstände auf, als dass wir mit unserem Hammer hier zuschlagen. Einfach mal zwischenzeitlich aufsammeln. So. Okay, dann schauen wir mal nach. Na komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt. So. Hier war unter Normal, glaube ich, auch schon ein Heldenmonster. Die Kolossform, die spare ich mir auf. Oh, jetzt kommen sie mit Feuer. So, das ist jetzt Lebenskraft. Der Typ da. Aber es geht noch. Es geht noch. So, da oben haben wir... So, jetzt halten wir uns mal hier unten weiter mit auf. So, den entweihten Toten weg. Hier oben haben wir wen? Darius Todesläufer. Boah, der liegt aber auch los hier. Seht ihr das? Ja, wir machen erstmal, das können wir uns erlauben. Was ist denn das eigentlich? Blitz, ne? Unser Blitzwiderstand, glaube ich, der war nicht verkehrt. So, okay, da lohnt sich dann auch mal die Kolossform mit einzusetzen. Stufe 59, nee, 50. So viel ist es nicht, aber der kann auch kaum noch. Ja, bringt nichts, bringt nichts. Elektrisierender Himmelsstar. Okay, das hat uns, da war der Widerstand super gewesen, muss ich mal... Ja, 33%, so viel ist es ja gar nicht. Hat aber ausgereicht. Es hat ausgereicht, um hier den Widerstand zu halten. So, Truhe. Oh, habe ich jetzt zu schnell geklickt? So, was haben wir denn hier? Elektrimus. Elektrimus. Das können wir sogar... Nee, können wir nicht anlegen. Wegen Intelligenz. Bringt es also nichts. Was ist denn das? Ein... Was ist denn das? Ein Zauberstab? Eine Stabwaffe? Die ist wahrscheinlich hier drin. Ja, ist eine Stabwaffe. Für Spielerstufe... 35 kann man mal behalten, ohne dass ich mir das jetzt etwas konkreter mit ansehe. Ja, natürlich mit Feuer und mit Blitz. Scheint etwas benommen zu sein. So, was gibt es hier? Auch nichts. So, also nur diese üblichen Heldenmonster, die es auch schon unter Normal gab. So, gibt es jetzt hier was? Wieder Labys des Feuers. Hier nichts. So. Der nächste Schrein. Oh! Der ist etwas kräftiger. Sehr schön. Aber hier hinten haben wir ja noch den... Okay, das ist herausfordernder. So, der ist herausfordernder, so wie der aussieht. Wer ist das? Yang Tio, eine was? Eine Zombie-Heldin. Auch die gab es doch schon unter Normal.
Ansiedel des Verräters. Wir suhlen uns gerade in Säure oder Gift. Stufe 51. Die welke Hyazinthe von Thessalien. So, okay. Verkörperung von Ägäis der Athene. Könnte etwas für unsere Schilde sein. Lied der Sirene. Okay, das ist, da haben wir was Besseres drauf. Da behalten wir unseren violetten Gegenstand, aber wir sammeln es trotzdem mit ein. Nimmt ja auch nicht allzu viel Platz im Gepäck ein. So, öffnen wir die Schreine hier noch? Ja, das machen wir. Oh, den hier auch noch. Fahne. Hier haben wir noch mal ein paar Schreine. Oh. Na, aber auch nur ein gelber. Ja, fein. Okay, dann gehen wir raus. Okay, waren ein paar Heldenmonster. Wir sind wieder ein paar Punkte, haben wir wieder hinzugewonnen. Hier unten war nichts, oder? Komm, da gehen wir mal trotzdem mit hin. Mal schauen. Komm, wir flitzen hier mal wieder ganz arrogant lang. Sammeln nebenbei noch ein paar Gegenstände ein. Okay, wenn ich jetzt hier drauf gehe. Episches Dämonenblut mit einsammeln. Sehr schön. Jetzt hauen sie auch ab. Die hauen ab. Das kann nicht wahr sein. Die sehen mich kommen. Okay, wenn es so ein Massenauflauf ist, dann kriegt man doch ein paar Punkte dazu. So, du bist mir zu... Das ist mir zu popelig, Leute. Kommt. Ja, so, ein paar Hundchens. Jetzt. So, da macht es sogar ein bisschen Spaß mit den, Zauberbinder hier zu spielen. So, rein. Man sieht den gar nicht. Los, komm, wir machen hier mal ein bisschen schneller. Das dunkle Bündnis. So, isolierender Schleifendrink. Ja, das andere lassen wir liegen. No. Nee, haben wir nichts. Schade. Aber die Punkte konnten wir gut gebrauchen. So, dann rennen wir hier mal rein. So, du musst weg. Du hier. Als Unterstützer. So. Eine Qualitätstruhe haben wir noch. Alles klar. Na, dann wandern wir mal weiter. Richtung Athen. Ein bisschen haben wir ja noch. Ich lasse mal kurz die Karte mit an. So. Durchqueren wir mal hier das Lager. Hier muss doch bestimmt auch noch irgendwas kommen. Hier. Fast alles Nahkämpfer. Außer dieser eine Zauberer hier oben. Das können wir mal
hier auch, oder? Krummsäbel der Flammen. Naja, für Gold kann man das mal machen. Oh, da wird er geheilt. Na komm. So. So. Doch Leute, es lohnt sich langsam wieder, auch einzelne Monster anzugehen. Also diese einfachen. Die einfachen ist auch gut, oder? Bringt doch wieder ein paar mehr Punkte. Ist nicht mehr allzu weit entfernt von der nächsten Stufe. So, okay. Hier haben wir die ersten Barrikaden kurz vor Athen. Zorn des Behüters. Hört sich an wie ein Schild. Wir werden doch immer wieder mehr in Gefechte reingezogen. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir die einfache Tore öffnen. Und wenn wir dann schon mal hier sind, dann können wir diese einfache Truhe öffnen, um festzustellen, dass da nichts drin ist. So, ich wollte mir mal den Behüter anschauen, was das ist. Das ist hier hinten drin. Ne, Zorn des Behüters ist ein Set-Gegenstand. Ein auf alle Fähigkeiten der Naturmeisterschaft. Giftschaden. Also es ist ein blauer Gegenstand, den man mal behalten kann. So, ich wollte mal die epischen Sachen hier wieder mit reinpacken. Die waren noch hier drin, ne? Genau. So. Das auch. Das war doch hier. Ach, Lied der Sirene. Alles klar. So, können wir hier was verbinden? Ja, hat funktioniert. Ich glaube, wir konnten den epischen Schildkrötenpanzer vervollständigen. Naja, mag gut sein, glaube ich. Hat keine... keine Resistenzen mit drauf, aber 10% Schildblock und 10% Schildregenerationszeit. Also weniger Regenerationszeit. Hm. Ist das gut für ein episches Relikt? Das wäre jetzt natürlich toll, wenn vor Athen sich vielleicht irgendein episches Monster noch befinden würde. Bis jetzt hatten wir nur eins, ne? So, also alle, die das schon etliche Male durchgespielt haben, ich bin inzwischen an einer Stufe... Nein, noch nicht. Noch nicht. Ja, es gibt noch einen Kollegen, mit dem ich auf episch etwas weiter war. Ich hatte mir das mal mit angesehen im Vorfeld. Mal raus hier. Das machen wir trotzdem. So, und jetzt? Eine Ätherklinge. Eine Ätherklinge? Eine Ätherklinge? Die bringen wir mal nach Grim Dawn. Da können wir sie wohl besser gebrauchen. Haben die Entwickler von Titan Quest wohl etwas von den Entwicklern von Grim Dawn geklaut. Ob die das dürfen? So. Drei Wildschweine. So. So, wir müssen ja hier durch dieses zerstörte Dorf, um weiterzukommen. Das hier müssen wir uns auch nochmal durchkämpfen.
mit den Lanzen testen wir hier wieder. Gegner mit Lanzen testen wir wieder unseren Durchschlagswiderstand. Sind wir noch ganz gut. Ah, hier haben wir wieder. Oh. Stufe 44. Drei Zauberer. Der rennt weg. Genau in die anderen Massen rein. Aber das stört uns hoffentlich etwas weniger. Du noch? So. Eine kleine Truhe mit relativ viel Gold drin. So, hier haben wir den Hauptmann. Boah, der kommt als erstes weg. Okay. So, jetzt gehen wir mal wieder auf den Hauptweg. Zurückgehen hier. Mal zur anderen Seite gucken. So, hier muss ich mal ein bisschen konzentrieren. Hier sind relativ viele Fernkämpfer wieder. Wieder weg. Ja. So. Hier auf dem Acker habe ich noch was gesehen. Schwerer Knüppel des Chaos. Okay. Stehen wir vor den Mauern. Ja, unsere spartanischen Kämpfer hier kurz vor Athen sind alle unsterblich. Trotzdem werden wir denen mal helfen. Oh, die können wesentlich schneller zuschlagen als wir. So. Na, haben wir es geschafft, da? So. Alles klar. Ich glaube, das war's. Da gibt's nicht mehr allzu viel. Ah, du, ich lasse mich nicht noch einmal zum Narren machen. So. Damit sind wir in Athen angekommen. Ich glaube, hier oben war noch irgendwas. Die hatten auch... Hier gab es auch immer Schwierigkeiten. Hier musste ich auch häufig flüchten. Und dann normal. Muss ich noch nicht mal einen Gesundheitstrank einsetzen? Oh. Wieder nicht hingeguckt, was das war. So.
So, dann suchen wir mal. Okay. Portal wird aktiviert. Hier ist der Kyros. Unter dem Parthenon. Genau. Ist da unten. So, und dann... Ihr macht das alleine da, ne? Ja. Dann werden wir mal sobald die ich alles unnötigen habe, Waffen segle verkaufen. Ich zu einer Insel, auf der es keine Monster gibt. Melos oder Ikaria. Episch. Ach, Giftschaden machen wir ja nicht. So, das wollten wir behalten. Den können wir wegmachen. So, was haben wir hier noch versteckt? Eine Ether. Ach, das war die Ether-Klinge. Spielerstufe 34. Das können wir ja mal behalten, mal sehen. Aber für irgendjemand anderen. Angriffsschaden wird hier in Leben umgewandelt. So, der Knüppel kann weg. Wir können ja das hier erstmal mit drinnen lassen. Eigentlich brauchen wir das nicht. So. Ja, das lassen wir einfach so. Den packen wir mal hier. Nee, Moment. Das packen wir mal hier hin. Und das hier, um den Platz nochmal effizient zu nutzen, lasse ich erstmal mit drinne. So, das kann weg. Und die beiden Waffen können auch weg. Und den parken wir auch erstmal in unserem Inventar. So, der guckt man hier nochmal auf die Ringe insbesondere, ob es hier was Besonderes gibt. Nee, hier haben wir ja den Ring von Aristoteles, ein Beschwörerring, auch schon wieder Aristoteles. Also, zähliebiger Ring. Aber ich möchte nichts mit Stärke, nichts mit Leben haben. Mich würde ein grüner Ring am besten interessieren, der Widerstände drauf hat. So, ich bin ganz verrückt nach Widerstand, nach Widerständen. So, Waffen, okay, lassen wir. Möge Athene über uns alle wachen. So, hatten wir hier hinten noch irgendwas? Nee, ne? Da war ein Geschichtenerzähler, soweit wie ich mich daran erinnere. Und auf der anderen Seite irgendwas? Nee, hier haben wir unsere Kiste. Die werde ich mal offscreen etwas leeren. Ich bin noch nie hier lang gegangen. Stelle ich gerade fest. Ich bin noch nie hier lang gegangen. Leute? Ich bin noch nicht hier lang gegangen. Aber hier gibt's nichts, ne? Hier, schaut, schaut. Hier gibt's nichts, ne? Nee. So. Also nix. Schade eigentlich. Schade. Das ist krass. Dass ich da noch nie lang gebeugt. Also hier ein, zweimal, aber hier gibt es ja nichts weiter. Keine Nebenaufgabe, gar nichts. Ja. So. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende der nächsten Folge. Wir sind jetzt schon über eine halbe Stunde und in der nächsten Folge schauen wir uns dann das Labyrinth hier unter der Akropolis, ne? Hieß das so? Akropolis? Ja, unter der Akropolis an. Bis dahin macht's gut. Euer Beardman. Tschüss, Leute.